Heute möchte ich euch mal drei Tipps geben, die mir bei nächtlichen Tinnitus-Attacken geholfen haben. Das sind so Dinge, drei unterschiedliche, die ich im Laufe der Zeit dazugelernt habe. Also ich habe erst das eine gemacht, später dann das andere und zum Schluss dann das dritte, was für mich das Optimalste war dann. Und ich möchte dir euch mal der Reihe nach quasi erzählen. Das erste, was ich getan habe, als ich nachts, also das allererste war verzweifeln und durchdrehen, aber das ist jetzt kein guter Tipp, deswegen vergesst den, ne? Nicht gut. Der erste richtige Tipp, das, was ich am Anfang getan habe. Ich bin manchmal aufgewacht und hatte plötzlich wahnsinnig starken Tinnitus oder habe meinen bereits vorhandenen Tinnitus extrem stark wahrgenommen. Und das hat mich ganz schön runtergezogen und ich bin dann im Bett liegen geblieben oftmals und bin verzweifelt, habe mich hin und her gewälzt, habe versucht, das irgendwie zu ignorieren und so. Und es hat nicht so richtig funktioniert und habe mich da ganz schön rumgequält und dann lag ich irgendwie 5 Stunden später immer noch da und es war kein bisschen besser. Und ich war total erschöpft von der Zeit, ja. Und ich habe mir dann angewöhnt, so eine Sache, die ich früher auch gemacht habe, wenn ich zum Beispiel in anstrengenden Diskussionen war oder Streitgesprächen, als ich die noch geführt habe, ja, ich habe die Situation verlassen. Das heißt, wenn ich das gemerkt habe, dass ich jetzt in so eine Situation komme und das nicht in den Griff kriege, bin ich aufgestanden und habe irgendwas anderes gemacht. Manchmal habe ich gearbeitet am Rechner, manchmal habe ich was gezockt, manchmal habe ich mir einen Fernseher angemacht, habe mir was zu essen gemacht, bin eine Runde ums Haus gegangen, ja, um den Block gegangen oder sowas. Also ich habe quasi die Situation verlassen und habe was anderes gemacht, um mich jetzt nicht damit auseinanderzusetzen. Hat situativ funktioniert, war jetzt nicht unbedingt nachhaltig, aber am Anfang war das erstmal okay. Der zweite Tipp, eine Sache, die ich dann später gelernt habe, war, dass ich versucht habe, den Tinnitus anders zu bewerten in dieser Situation. Das heißt, wenn ich am Anfang aufgewacht bin, war das natürlich für mich eine sehr schlimme Sache und der Tinnitus war erstmal was ganz Schlimmes, Dramatisches und hat mich total fertig gemacht. Und ihn so zu betrachten, hat allerdings nicht gerade weitergeholfen, wie ich euch eben erzählt habe. Ja? Weshalb ich dann angefangen habe, mir beizubringen, den Tinnitus in dieser Situation anders zu bewerten. Und eine Methode, die da für mich gut funktioniert hat, die ich erstmal ein bisschen trainieren musste, aber die dann immer besser geklappt hat, war Meditation. Ja? Das heißt, ich habe mich dann in dieser Situation im Bett aufgesetzt, ja, und habe angefangen, habe die Augen geschlossen und habe auf meinen Tinnitus gehört und habe versucht, die Bewertung dem Tinnitus gegenüber zu ändern. Ihr kennt vielleicht dieses Meditationsvideo, was ich mal gemacht habe mit dem Pinsel. Ja, das Pinselvideo. Ich packe euch das mal in die Infobox, damit ich das jetzt nicht nochmal hier beschreiben muss, wie genau ich das getan habe. Das war quasi die zweite Sache, die ich angewandt habe. Wenn die mal nicht funktioniert hat, vor allem am Anfang, war das ja noch eine ziemliche Übungssache mit der Meditation und das hat noch nicht so gleich geklappt, bin ich zurückgegangen zu Methode 1 und habe die Situation verlassen. Ja, also so quasi abwärtskompatibel war das dann für mich. Ja. Das war die zweite Sache, die ich getan habe. Die dritte Sache war dann so für mich, dass eine Sache, die kam wesentlich später, das hat viele, viele Monate gedauert, bis ich an dem Punkt war, dass ich das hinbekommen habe. Wenn ich aufgewacht bin und hatte massiven Tinnitus, dann habe ich mir vor Augen gehalten, wie Tinnitus funktioniert. Weshalb mein Tinnitus in so einer Situation nachts, wenn ich aufwache, plötzlich so laut sein kann. Ja, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ich gucke mal, ob ich das finde. Da packe ich euch auch noch gerne in die Infobox. Aber im Grunde geht, Mikrofon verdreht. Aber im Grunde geht es dabei darum, dass mir klar ist, dass wenn ich nachts zur Ruhe komme, wenn ich körperlich zur Ruhe komme und mein Körper quasi die Energie nicht benötigt, um bei Bewusstsein zu sein und mich zu bewegen und was weiß ich, wenn ich Sport mache oder arbeite oder sowas, quasi er braucht die Energie nicht dafür, vereinfacht gesagt, sondern er packt die Energie nachts in den Kopf. Ja, vereinfacht ausgedrückt ist es so, dass der Kopf sich denkt, Mensch,
ich habe hier ja gar nicht damit zu tun, den Körper gerade irgendwie bewusst durchs Leben zu steuern. Na, dann kann ich die ganze Energie ja benutzen, um mich mit unseren unterbewussten Problemen und Sorgen auseinanderzusetzen. Ja? Und was passiert dann? Das Unterbewusstsein arbeitet wie verrückt. Man träumt vielleicht wie verrückt. Manchmal kriegt man es mit, manchmal nicht. Aber egal, ob man es mitkriegt oder nicht, der Kopf arbeitet wie verrückt. Und deswegen wache ich manchmal nachts auf. Und weil unterbewusst so wahnsinnig viel passiert, ist das vegetative Nervensystem auch total aktiv gewesen und hat dafür gesorgt, dass meine Hörwahrnehmung verstärkt wird und es dementsprechend laut in meinen Ohren und meinem Kopf wird. Ja? Das ging so weit, dass ich manchmal nachts beim Aufwachen eine Lautstärke im Kopf und in den Ohren hatte, die ich in den schlimmsten Tagen manchmal nicht hatte. Ja? Und jetzt habe ich mir das quasi vor Augen gehalten. Ich habe mir diese Funktionsweise vor Augen geführt und verstanden, warum jetzt in dieser Situation dieser doofe Tinnitus, wie ich ihn damals empfand, plötzlich so laut wird. Und allein schon das zu verstehen, hat für mich ausgereicht, um mich zu beruhigen. Ich habe dann quasi so gedacht, ja, na klar, ist doch logisch, dass das jetzt so laut ist. Ist doch logisch, dass ich hier nachts aufwache und plötzlich mein Tinnitus so auftritt. Und dadurch, dass das für mich erklärbar war, hat mir das keine Angst mehr gemacht. Ja? Weil was mir immer so Sorge und Angst bereitet hat, in der Nacht vor allem, war, dass mir nicht klar war, warum passiert das jetzt. Ich liege doch hier, ich schlafe doch, ich habe doch gerade keinen Stress um mich drum herum. Es ist doch gar nichts gerade. Ich habe das nicht verstanden, ich habe mich hilflos gefühlt und habe das Gefühl gehabt, dass ich dem ausgeliefert bin und dass ich mir das nicht erklären konnte. Ja? Und das hat es für mich oftmals noch schlimmer gemacht, sodass ich dann andere Methoden anwenden musste, wie zum Beispiel die Situation verlassen oder irgendwas mich ablenken oder irgendwas anderes tun, um da rauszukommen. Ja? Aber das plötzlich zu verstehen, diese Zusammenhänge zu kapieren, warum das jetzt überhaupt passiert, hat mir Sicherheit gegeben. Und anfangs musste ich das, ihr kennt dieses Spielchen, am Anfang musste ich das manuell machen. Da war das noch so eine Sache, die musste ich mir immer manuell vor Augen halten sozusagen. Ich musste mir erst selbst erklären, wie das jetzt funktioniert und habe das mir auch manchmal vor mir hergesagt. Jetzt habe ich auch ein Blackout. Ja, also ich habe mir das selbst gesagt im Grunde, musste mir das selbst erzählen sozusagen. Und je öfter ich das gemacht habe, umso mehr hat sich das dann irgendwann automatisiert. Also irgendwann musste ich mir das nicht mehr so vor Augen führen, so manuell, sondern das kam quasi von ganz allein. Ich bin dann aufgewacht, habe diesen massiven, lauteren Tinnitus wahrgenommen, war aber instant wieder beruhigt in dem Moment, wo ich wach geworden bin und bei Bewusstsein war, weil mir das schon bekannt vorkam. Ich habe dann gewusst, ach ja, hat man ja schon mal, kenne ich schon, alles klar. Ging dann von ganz alleine sozusagen diese Gedanken, sodass ich da irgendwie nicht mehr viel machen musste. Und das war dann so die ultimative Methode, um diese Situation zu handhaben. Wie gesagt, was für mich immer funktioniert hat, notfalls ist dann zurückzugehen zu den anderen Methoden. Ja, vielleicht ist es auch für den einen von euch eine Methode sinnvoller als die andere. Da kann man ja mal ein bisschen rumprobieren. Ja, für den einen funktioniert es vielleicht besser, sich immer wieder abzulenken. Für manche funktioniert Meditation besser, habe ich mitbekommen. Manche haben riesige Probleme mit der Meditation, weil dadurch ihr Tinnitus noch lauter wird. Habe ich auch schon gehört oder gelesen von manchen. Also man muss da, glaube ich, auch ein bisschen rumprobieren, um die für sich passendste Methode zu finden. Ich bin ein sehr rational denkender Mensch, deswegen war es für mich wirklich am hilfreichsten, eine Erklärung zu haben. Das geht mir generell bei Krankheiten und solchen Dingen so, wenn ich eine Erklärung habe, wenn ich das verstehe, wenn ich weiß, was da gerade abgeht und passiert, dann beruhigt mich das. Mich beunruhigt es sehr, wenn ich nicht verstehe, warum etwas gerade passiert, warum gerade, wie die Zusammenhänge sind, weil dann fühle ich mich dem ausgeliefert und habe das Gefühl, ich kann es nicht beeinflussen, weil ich nicht weiß, wie die Zusammenhänge sind, wie es funktioniert, welche Mechanik dahinter steckt. Ja. Es ist bei mir fast so, als ob ich, wenn ich,
wenn ich in so eine Situation komme, wie so ein Schaltplan vor meinem geistigen Auge erscheint oder so eine Mindmap oder sowas, wo quasi aufgemalt ist, wie sowas funktioniert. Also ich bin quasi nachts aufgewacht und habe vor meinem inneren, vor meinem geistigen Auge quasi gesehen, ah ja, Nacht, Bewusstsein ist abgeschaltet, Unterbewusstsein arbeitet, vegetatives Nervensystem ist auf Hochtouren, ich habe geträumt, die Träume haben mein vegetatives Nervensystem noch mehr angefeuert, das hat dafür gesorgt, dass meine Hörverarbeitung weiter aufgeht, das hat dafür gesorgt, dass ich mehr Tinnitus wahrnehme und ich bin durch diese innere Unruhe dann auch noch wach geworden und werde dann natürlich genau in dem Moment wach, wo das auf dem Höchststand ist und dementsprechend auch der Tinnitus auf der Maximallautstärke ist, ja. Und dadurch, dass ich das verstanden habe, war mir klar, ist doch logisch, dass das so jetzt gerade ist. Also ist doch die logische Methode, ich muss mich jetzt beruhigen oder muss einfach abwarten, bis diese Unruhe weg ist. Darf mich jetzt vor allem nicht von dem Tinnitus selbst noch mehr aufbringen lassen. Und schwupps, lässt das quasi nicht von alleine, sondern durch mein Zutun nach. So, also das waren so die drei Dinge, die mir geholfen haben. Und das ultimative Ding war das letzte davon. So, habt noch einen schönen Tag, macht's gut.